Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du das allererste Mal in meinem Podcast oder auf meinem YouTube-Kanal sein solltest, fühl dich herzlich willkommen. Mein Name ist Carsten Wölfling, ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit mit Performance und Happiness in deinem Leben. Hier dreht es sich darum, wie du einmal dein Potenzial entfaltest, entsprechend mehr Gesundheit in deinen Alltag und Leben integrierst und das Ganze auch noch glücklich. Und dazu spreche ich in den Interviews mit verschiedensten Experten aus unterschiedlichsten Fachbereichen. In der heutigen Episode geht es um das Thema Brain Stretching, wie du dein Wunderland kreierst. Und über dieses Thema spreche ich mit Annemarie Juhr. Annemarie ist die Gründerin von Alive in Wonderland und betreibt auch den gleichnamigen Podcast. Sie ist Reiki-Master und Theta Healing Practitioner. Alle Informationen zu der Episode findest du in den Shownotes und in der Videobox, aber auch unter www.functional-basics.de/annemarie-jur-alive-in-wonderland. Lange URL, aber schau in die Shownotes, da kannst du ihn auch direkt anklicken. Wenn du mehr über Gesundheit, Potenzialentfaltung und Performance und Happiness erfahren möchtest, wie du deine Basics, deine Basis, dein essentielles Fundament, worauf deine Hormonbalance, deine Gesundheit, deine Selbstverwirklichung aufbauen, erfahren möchtest, dann schau weiter in die Shownotes, aber auch auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Weil dort findest du unter anderem einen ausführlichen Blog, aber auch exklusive Inhalte wie Webinare und Online-Kurse, wo ich entsprechend dir Step-by-Step Möglichkeiten gebe, mehr Gesundheit, mehr Happiness, Performance in dein Leben zu integrieren. Dort findest du auch mein exklusives Coaching, was du jederzeit anfragen darfst. Kleiner Hinweis, du findest auch meinen kostenfreien Functional Basics Guide auf meiner Homepage. Dort stelle ich dir über 20 Stunden Material, Know-how und Erfahrungen aus über 13 Jahren Arbeit zur Verfügung, um mehr Einblicke in die Facetten natürlicher Gesundheit zu erhalten. Dort findest du auch Unterlagen, Rezepte, Unterlagen unter anderem aus der KPNI, also Klinische Psychoneurologie, aus dem systemischen Coaching, aus dem Bereich der funktionellen Medizin, um mehr ursächlich zu arbeiten und dir Lösungen an die Hand zu geben. Ich wünsche dir erstmal hier an dieser Stelle viel Spaß bei dem Interview. Teil gerne das Video und den Podcast, weil ich stehe dafür, Gesundheit ist für alle da. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich sitze heute mit der Annemarie zusammen. Grüß dich, Annemarie. Hallo, ich freue mich, voll hier zu sein. Ich habe dich ja im Vorspann schon mal ein bisschen angeteasert und ein bisschen vorgestellt. Wo sitzt du denn gerade? Ich sitze in meiner kleinen 14 Quadratmeter Wohnung in Gießen in der Nähe von der Lahn. Immer sehr schön sonnig am Wasser zu sitzen und da einen Kaffee zu trinken. Alleine jetzt in diesen Zeiten. Ja. Und ja, da habe ich jetzt hier mein Mikrofon aufgestellt und spreche mit dir. Cool. Also Leipzig, Gießen, Verbindung steht. Annemarie, bevor wir zu dem Thema, was wir im Vorfeld besprochen haben, Brain Stretching, kreiere dein Wunderland, bevor wir da reintauchen, kannst du dich den Zuhörern und Zuhörerinnen mal kurz vorstellen? Wie bist du da hingekommen, wo du gerade bist? Also ich bin Annemarie, ich bin 28 Jahre alt
Und ja, gerade mache ich den Podcast Alive in Wonderland. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß und habe dazu so ein Conscious Lifestyle Blogazine 2018 gegründet über die Themen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Also eher so in die Richtung, hey, gibt es vielleicht auch geile vegane Alternativen, ja, die uns glücklich machen, und ja, verfolge einfach so ein paar Themen und meine Gedanken dazu teile ich im Internet. Und ja, es ist einfach eine super spannende Phase, in dieser Welt irgendwie am Leben zu sein, und hatte irgendwie so einen Punkt in meinem Leben oder mehrere, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, würde ich jetzt mal sagen. Und aus dieser Phase ist irgendwie so ein neues Bewusstsein entstanden und neue Gedanken und neue Themen, mit denen ich mich dann beschäftigt hatte. Und dann ist das alles so ins Rollen gekommen, und ja, Schritt für Schritt habe ich mich verändert, habe neue Themen kennengelernt und möchte einfach ja die Tools und die Sachen, die mir weitergeholfen haben in den Phasen, ja, unter die Menschen bringen und meine Gedanken dazu teilen und neue Impulse geben, ja, und einfach so ein bisschen Freude in die Welt bringen. Ja, ich glaube, in der aktuellen Zeit ist Freude, mein Lächeln im Gesicht, eine ganz schöne Sache. Gibt es denn da, weil du gerade sagst, eventuell so ein bisschen, ich nenne es mal, schwierige Zeiten, um deine Worte aufzugreifen, was sind denn also Schlüsselerlebnisse? Weil mir geht es darum, dass vielleicht die Leute, die jetzt zuhören, ähnliche Situationen vielleicht Parallelen sehen oder sagen, hey, stimmt, eine ähnliche Situation habe ich auch gerade. Wie hat Annemarie das gemacht? Ja, also ich bin 2012 nach Berlin gezogen für mein Studium damals. Und das war eine relativ anstrengende Phase, weil ja das Studium ziemlich teuer war und ich das alleine finanziert habe. Also es hieß auch sehr, sehr viel arbeiten. Und dann habe ich einen Typen kennengelernt, wie das manchmal so ist. Und der war total gestört. Und ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt, diese Zeit mit diesen Menschen. Und dann, als ich dachte, ich hätte das gelöst, und ja, dann habe ich einen anderen kennengelernt, der auch sehr gestört war. Und da fing es eigentlich erst so richtig an, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und ja, habe da einfach sehr, sehr viel über mich gelernt. Also es war auch eine sehr krass co-abhängige Beziehung. Das eine mit einem Borderliner, das andere mit einem Narzissten. Und das war echt heavy. Und ich habe da sehr drunter gelitten und einige Male versucht, Schluss zu machen. Ich kam da irgendwie nicht so richtig raus. Und dann gab es so eine Situation, die ich immer so ein bisschen, ja, das war so eine sehr wichtige Phase in meinem Leben, wo ich dann ein halbes Jahr wirklich wie in so einer, ja, in so einer Krise gesteckt bin, wo ich dann meine Abschlussarbeit parallel zu dem ganzen Daily Struggle hatte und eine Nierenbeckenentzündung und war einfach super, super krank. Also physisch hat mir alles einfach nur wehgetan, und auch mental war das einfach nur Horror alles, und mindestens über ein halbes Jahr. Und mein damaliger Freund hatte sich in ein anderes Mädchen verliebt, und es war dann alles so ein bisschen parallel am Laufen. Und das hat mir einfach, keine Ahnung, es hat mich irgendwie voll zerbrochen. Und ja, das war halt dann natürlich auch so eine Zeit, wo du dir überlegst, okay, sind das jetzt Depressionen? Dass einfach gerade alles scheiße ist. Also ich habe dann auch, wenn ich so zurückblicke, gibt es so einen Moment, der so ein absoluter Gamechanger war. Und das war, als ich im Bett gelegen bin und dachte mir so, krass, es ist alles, alles ist gerade einfach nur scheiße. Und es war so ein Moment der Akzeptanz. Und dann kam wie so eine Stimme. Und es ist so classy, ja. Also man hört es ja auch von anderen Leuten, die dann irgendwie wie so ein Awakening-Moment hatten. Und ja, diese Stimme hat dann gesagt, alles wird gut und alles wird besser als jemals zuvor. Und ich kann damals natürlich überhaupt nicht greifen, so was das jetzt genau war. Oder ich hatte auch null Zugang zur geistigen Welt oder sonst irgendwas. Ich habe auch weder an das Leben nach dem Tod gedacht oder mir generell über solche metaphysischen Dinge Gedanken gemacht, also überhaupt nicht. Und hätte mich damals auch auf jeden Fall als Atheisten bezeichnet, nicht mal als Agnostiker oder sowas. Aber da war einfach irgendwas, was ich dann, ja, was mein Leben einfach komplett verändert hat. Und ja, dann ging dann die Zeit vorbei, irgendwann ging es mir wieder besser und der Typ hatte sich dann von dem Mädchen gelöst und wir waren wieder zusammen und ich dachte so, jetzt wird mein Leben richtig super.
Aber dann ging es eigentlich erst richtig los. Und ja, in dieser Zeit habe ich dann halt noch mehr über mich gelernt. Also bin alleine reisen gegangen, habe Meditation und Yoga für mich entdeckt und hatte auch viele transzendente und ja, einfach komische Erfahrungen und ja, vieles vor allem durch Meditation und auch weiter Schmerz. Also diese Beziehung wurde ja nicht leichter. Und das war insgesamt dann halt 5 Jahre mit der zweiten toxischen Beziehung. Und daraus habe ich einfach sehr, sehr viel mitgenommen und was mir halt wichtig ist und wie sehr man sich halt auch in sich verändert und das halt auch die logische Konsequenz ist, dass sich dein Leben im Außen dadurch verändert, und hatte mich dann auch mehr und mehr damit beschäftigt, wer möchte ich eigentlich sein in dieser Welt und warum bin ich eigentlich hier, und habe mir dazu Theorien angehört und ganz viele YouTube-Videos geschaut und ja, mir Gedanken gemacht, was ist eigentlich dieses Universum und wie weit ist eigentlich unendlich, und irgendwelche Fragen kamen, und ja, das bezeichne ich auch so ein bisschen als Brainstretching, dass du dir Gedanken machst über Sachen, die du halt nicht siehst, über Sachen, die du halt nicht kennst. Und ich finde, da fängt es halt so krass an, Bock zu machen, ja, darüber nachzudenken, was ist das eigentlich hier alles, dieses Leben. Und ja, und dann kam eins zum anderen und jetzt bin ich hier und ich bin einfach ein komplett anderer Mensch geworden. Erinnerst du dich noch an den ersten Schritt, den du, als du dieses Erwachen hattest? Was war deine erste Intention? Was hast du als erstes gemacht? Ich glaube, damals hatte ich noch gar nicht so viel damit anfangen können. Mhm. Ich glaube, der erste Punkt war für mich auf jeden Fall der riesen Gamechanger Akzeptanz. Erstmal so, okay, der Status quo ist jetzt XY und von dem Punkt aus kannst du was machen. Weil viele Leute gehen ja dann zurück und wir kennen es ja alle selbst. Also wenn wir unsere Gedanken mal beobachten, wir sind so oft im Opfermode. Und dann denke ich mir halt selbst manchmal so, boah, krass, irgendwann lernst du halt durch diese ganzen neuen Gedanken oder mit den Sachen, mit denen du dich beschäftigst, du bist selbst der Schöpfer deiner eigenen Realität. Aber was bedeutet das eigentlich überhaupt? Und wie sehr kannst du wirklich dein Leben beeinflussen? Und dann habe ich halt immer mehr und mehr Sachen dazu gelernt. Und ja, Sachen, die passiert sind, die dann halt vielleicht auch mal crazy waren, irgendwelche Sachen manifestiert oder an was gedacht und dann kam das. Und da, ja, Energien anders wahrgenommen, Sachen gesehen, Visionen gehabt. Und ja, irgendwie kamen mehr und mehr auch so Hellsinne dazu, wovon ich auch ausgehe, dass sie jeder Mensch hat. Also das ist quasi wie unsere Toolbox. Und nach und nach schaltest du einfach irgendwelche Skills frei durch dein Bewusstsein. Und das ist halt so, so spannend. Und ja, das teile ich einfach so, meine Erfahrung, wie sich das halt auch für mich anfühlt. Weil wer weiß denn oder wer tauscht sich darüber aus, wie wir sehen? Also ob du ein Pulsieren siehst in deiner Umwelt oder irgendwelche Farben oder Drähte oder ja, welche Erfahrungen du in Meditation machen kannst. Und das ist halt so abgefahren einfach. Und ich denke mir so, warum lernen wir das nicht in der Schule? Warum wird nicht gelehrt, wie wir atmen und wie wir Schattenarbeit machen können, wie wir uns mit negativen Gedanken beschäftigen können? So. Und das, was ich so spannend finde, ist, Sachen, die im Unbewussten sind, ins Bewusstsein zu holen. Und das ist so ein bisschen meine Mission hier auf der Erde. Eine sehr schöne Mission. Das, was du beschreibst, bezeichne ich so ein bisschen als Kohärenz. Ne? Das Gehirn und Herz auf eine Kommunikationsebene holen. Und so, wenn wir auf die Welt kommen, und jeder ist ja in einem Leben in einer unterschiedlichen, ich nenne es mal, unterschiedlichen Position, oder ich habe das letztens den Vergleich mit Pokémons, ich habe nie Pokémon gespielt, aber Pokémons, ne? Jeder entwickelt sich ja unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten weiter. Und es kann ja auch sein, dass der Partner oder die Partnerin der Spiegel von deinem Selbst ist. Und das ist sehr häufig so, dass dein Umfeld dich spiegelt und du das aber nicht erkennst oder erkennst. Und vielleicht dann in der Partnerschaft der beste Coach ist oder das, was du gerade brauchst, um diese Schale runterzureißen. Weil wir bauen uns natürlich kognitiv sehr viele Barrieren auf. Diese Feinfühligkeit, die du sagst, diese Antennen, die haben wir ausgefahren. Und irgendwann haben wir da mal ein bisschen Alufolie drumherum gewickelt. Und dann nehmen wir das nicht mehr wahr. Diese Achtsamkeit, dieses entsprechende Feingefühl, das geht uns mit der Zeit vielleicht bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger verloren. Manche bezeichnen es vielleicht auch als Spiritualität oder Achtsamkeit,
Konflikte im Hier und Jetzt lösen können und die Ruhe in Person bleiben. Das sieht man ja gerade in der Corona-Zeit, dass die Leute reptiliengehirntechnisch total gestresst durch die Gegend laufen. Aber an sich ja ein normal physiologisches Zeichen ist für Überlebenskampf. Und wenn ich quasi in meiner Mitte bin, und du hast vorhin auch gerade gesagt, ein Vorteil vom Homo sapiens ist ja, wir können übers Denken denken. Das können nicht viele, also wir Menschen können es alle, aber es gibt nur ganz wenige Tiere, die das auch können. Und sich mal dazu satteln und dem Gedanken zu folgen. Was will der mir eigentlich gerade sagen? Da sind wir eigentlich schon fast bei dem Thema Brain Stretching. Du hast das vorhin schon mal erwähnt. Kannst du auf den Begriff Brain Stretching, woraus das besteht und was du alles damit reinzählst, einmal näher erläutern? Ja, voll gerne. Also das ist irgendwie für mich auch voll der neue Begriff, den ich mal in einem Interview vor einer Weile gehört hatte. Und da ging es um das Buch Ohne Worte von Christiane Hansmann, glaube ich, was ich selbst nicht gelesen habe, aber es hörte sich unglaublich spannend an, weil quasi ein Energiewesen namens El Salvador oder so, also auch total die crazy Geschichte und alles gechannelt, und fragt man sich dann immer so, okay, also crazy, wie das alles so entstanden ist, dieses Buch. Und da wird quasi so ein bisschen erzählt oder beschrieben von diesem Energiewesen, wie ist eigentlich das Universum entstanden oder wie sind da die verschiedenen Schichten. Und das sind halt eine Sache, denkt ja keiner drüber nach. Es ist ja so fern von unserer Vorstellungskraft. Und in dem Interview war es dann schon sehr, sehr Brainstretching. Und es fühlt sich halt auch manchmal so an, ne? Also ich liebe es halt einfach, wenn ich in mir etwas spüre. Ob es jetzt Energie ist oder, ja, vielleicht kann man auch so die Zirbeldrüse lokalisieren oder merkt halt auch durch diese Phasen an Meditation, wie sich vielleicht auch das Gehirn verändert oder wie du dir Sachen anders merken kannst oder wie du ja einfach bewusster wirst auf andere Sachen, die dir halt vorher nicht aufgefallen sind. Und für mich ist halt Brain Stretching, sich genau diese Sachen, die außerhalb unserer Vorstellungskraft liegen, sich vorzustellen und dann darüber nachzudenken. Und dann merkt man halt so, dass da passiert halt irgendwas. Und wenn man das halt jeden Tag oder immer mal wieder macht, ist ja auch nichts, wo man sich jetzt in den Kalender reinschreibt, heute eine Stunde Brain Stretching. Aber genauso wie wir halt was für den Körper tun, müssen wir halt auch immer mal wieder was für unser Gehirn tun. Und da ist halt auch so die Frage, möchte ich so einen Alltag haben, wo das nicht Platz findet? Und ich glaube halt, in unserer Gesellschaft ist es ganz schwierig, gerade unterzubringen. Und viele Leute beschäftigen sich einfach nicht mit ihrem Geist. Und ich finde es einfach mega, mega spannend, das einfach mal zu beobachten, was da für Gedanken sind, auch vielleicht festzustellen, hey, ich bin gerade voll im Opfermode drin oder mir geht es vielleicht auch voll gut oder die Sache hat irgendwie dies und das in mir getriggert oder das Gefühl lokalisiert sich jetzt gerade hier in meinem Körper. Und ja, sich selbst einfach zu erforschen. Und das ist für mich, glaube ich, Brain Stretching. Also selbst so auf Tiefgang zu gehen in sich selbst und über sich selbst zu lernen und sich selbst als Experiment zu sehen. Fallen dir denn da ein paar Fragen ein, wo man sein Gehirn mal stretchen kann? Vielleicht so als Impuls für die Zuhörer, Zuhörerinnen, dass sie mal eine Frage bekommen, worüber es mal gilt, wenn man Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich, entsprechend nachdenkt. Ja, voll gerne. Lustigerweise habe ich gerade ein Buch angefangen vor ein paar Tagen, das von Michael Pollan, und das heißt Verändere dein Bewusstsein. Und im Zuge dieses Buches schreibe ich mir halt auch immer so ein paar Notizen auf. Einmal natürlich, was sind so verschiedene Begriffe, die genannt werden, die ich irgendwie nachschlagen will oder die mich irgendwie inspirieren. Oder halt auch einfach, welche Gedanken es bei mir anstößt. Und habe mir dann so verschiedene Fragen aufgeschrieben. Was ist Bewusstsein? Was ist die Realität? Leben wir in einem Traum? Was unterscheidet den Traum von der Realität? Gibt es eine Wahrheit oder was ist Wahrheit? Wie ist das Universum aufgebaut? Was ist Energie? Und gibt es einen Entstehungspunkt? Und solche Fragen schreibe ich mir einfach auf und ich finde es einfach voll, ja, einfach mega bewusstseinserweiternd, darüber nachzudenken, weil es sind natürlich Sachen, die wir nicht beantworten können. Aber ich glaube, mehr und mehr geht es für mich einfach nur noch darum, meine eigene Wahrheit zu finden und mir auch die Erlaubnis zu geben, die jeden Tag ändern zu dürfen oder in jedem Moment ändern zu dürfen und dass nichts festgeschrieben ist und
dass ich quasi meine eigene Wahrheit bin. Und ich finde, daran erkennt man auch so eine krasse Power, die man in sich selbst spürt, dass du quasi alles bist und du bist die Wahrheit und alle anderen sind auch die Wahrheit. Und dann kommst du halt auch in so ein, wie so ein Feld, wo du nicht mehr zwischen gut und böse oder ja, gut und schlecht bewertest, sondern nach und nach kommt man dann mehr und mehr in so einen Zustand von Neutralität, aber auch von Freude und Frieden in sich selbst und ja, macht sich nicht mehr so von außen abhängig, so das, was andere Leute sagen oder andere über einen denken, so klar, es ist immer noch Teil der menschlichen Erfahrung, aber keiner ist perfekt und ich finde es einfach erstrebenswert, sich dahingehend weiter zu entwickeln, also diese ganzen Zwiebelschichten, die man aufgebaut hat im Laufe seiner Jugend und in welchem Alter man auch immer halt ist, und die so zu heilen und immer weiter zu seinem wahren Kern eigentlich vorzudringen. Also das ist so das, was ich daraus so mitnehme. Diese Flexibilität, was du beschreibst, gibt es denn da einen bestimmten Zustand, in den du dich bringst, wenn du über solche Sachen nachdenkst? Es kann ja auch zum Beispiel eine Frage sein, was möchte ich in meinem Leben erreichen? Was sind meine Werte? Was ist meine Berufung? Wer möchte ich sein? Ne, so ein paar elementare Fragestellungen, die man ja vielleicht nicht innerhalb von 2 Minuten an einer Bushaltestelle beantwortet, aber vielleicht doch beantwortet. Vielleicht sind es genau die Momente, wo du sagst, aha, der Bus fährt mich zur Arbeit, da will ich gar nicht einsteigen. Okay, dann bleibe ich hier. Als Idee. In welchem Zustand bringst du dich dann, um entsprechend dir in dieser Form dein Gehirn zu stretchen? Ich finde den Begriff sehr, sehr interessant. Brain Stretching. Gute Frage. Ich glaube, mittlerweile ist es einfach nur noch, ich setze mich einfach hin. Manchmal lege ich die Hände auf mein Herz oder gehe in Meditationshaltung und ich denke einfach drüber nach. Und es ist auch gar nicht so, dass ich irgendwie eine Antwort erwarte oder dass da irgendwie was kommt. Es ist einfach nur darüber nachzudenken und daran habe ich irgendwie so ein bisschen meine Freude auch gewonnen, einfach mir die Erlaubnis zu geben, nachzudenken. Weil manchmal denken wir so, es bringt jetzt überhaupt nichts. Also gerade so Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, und dann nimmt man sich selten jetzt nur noch Zeit zum Nachdenken, selbst wenn es einfach eine Stunde ist, Think Time. Oder ich bezeichne es auch gerne als Daydreaming, dass ich, wenn ich gar keinen Bock auf irgendwas habe, dann, und ich mich in einen coolen State bringen will und nicht gerade rein in ein negatives Gefühl gehen will, dass ich mir einfach Sachen vorstelle. Und manchmal passieren dann halt verrückte Dinge, dass man halt irgendwie zufälligerweise durchs Universum fliegt oder Farben entstehen oder du mit Wesen kommunizierst oder irgendwas siehst oder dir Bilder gezeigt werden. Und manchmal hast du dabei eine Erkenntnis, wo du halt dachtest so, ey, ich meditiere mal kurz 10 Minuten. Und auf einmal wird dir irgendwas gezeigt und du denkst dir, Alter, das ist saukrass. Also da sind halt schon so viele persönliche Wahrheiten von mich resultiert. Ja, so Sachen wie Paralleluniversum, gibt's das überhaupt? Und wie sieht es aus? Und wie kann ich mir das vorstellen? Und ja, es ist einfach total spannend, da einfach mal einfach nur in sich reinzufühlen und einfach auch nur mal zu gucken, was ist da gerade überhaupt da? Also wie fühle ich mich gerade an? Also was... Wie fühlen sich auch meine Zellen an oder auch so dankbar zu sein, so für seinen ganzen Organismus? Ich meine, alle Zellen sind nur für dich da und die sterben und dann entstehen wieder neue und du bist halt sau der krasse Organismus. Und wenn man dann halt guckt, okay, wie ist quasi das Universum aufgebaut, ist halt auch voll der krasse Organismus. Und ja, das sind halt so Fragen, mit denen ich mich beschäftige und es macht einfach Bock. Und ich hoffe, mehr und mehr Leute sehen darin halt auch wie so eine Freizeitbeschäftigung, dass sie sagen so, oh, ich habe jetzt einfach mal Bock, drüber nachzudenken und nicht so, ja, es macht ja gar keinen Sinn, so deswegen denke ich nicht drüber nach, weil es ist ja auch voll spannend, auch so Sachen wie, was sind meine Werte, wo will ich hin? Und ich glaube, der erste Step ist auch, also für jeden natürlich unterschiedlich, aber unter anderem auch mal so grobe Ziele zu formulieren, wo man hin möchte oder was man halt in seinem Leben erleben möchte, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger erster Schritt, um anzufangen. Definitiv. Also das, was du ja mit beschreibst es, dass wir über den rationalen Gedanken immer eine Antwort erwarten. Wie komme ich von A nach B?
Aber ist C, D, E vielleicht noch eine Option? Und den Weg quasi als dankbar zu erkennen, um nicht bei B rauszukommen, sondern die Option mal frei Lauf zu lassen, das finde ich so spannend, wenn es zum Beispiel um Meditation geht. Gibt es bestimmte Meditationsarten, die du selbst anwendest? Ja, die eine oder andere auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, angefangen mit Bodyscan. Das hat mich ziemlich gut in den Moment geholt, dass man erstmal so von oben nach unten sich auf sein Gesicht fokussiert oder vielleicht dann später mal ein bisschen kleiner geht ins Auge oder seine Nase, wie sich das anfühlt. Und es ist auch erstmal ein gutes Training für den Kopf. Also du musst einfach gucken, wie kannst du dein Bewusstsein so ein bisschen wie ablenken. Und manchmal findet der Geist dann viele verschiedene Schlupflöcher, um dann doch nachzudenken. Und mir hilft es dann dabei, verschiedene Techniken miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel, dass ich mir visuell vorstelle, entweder eine Wolke, dass ich zum Beispiel auf der Wiese liege und mir die Wolken anschaue. Oder einfach nur eine Wiese mit ein paar Blumen. Und dann zähle ich dabei. Also man kann zum Beispiel von 1 bis 10 zählen oder von 100 rückwärts. Also da ist halt auch immer mal wieder ausprobieren, auch immer mal was Unterschiedliches machen. Und dabei sich auf seinen Atem zu fokussieren. Aber meine Lieblingsmethode mittlerweile ist gerade das Mind-Wandering, wo ich mir einfach Zeit nehme, meine Gedanken zu beobachten aus einer Perspektive. Und ich stelle mir dann manchmal vor, ich bin so im Flugzeug und gucke mir dann die Wolken unter mir an und die Wolken sind halt meine Gedanken und wie sich diese Gedanken auch in mir anfühlen und über was ich vielleicht auch besonders nachdenke. Oder man könnte sich dann auch einen Zettel dazu noch legen, um zu gucken, ja, über was denke ich eigentlich gerade nach, also was beschäftigt mich. Und oft haben wir halt auch so negative Gedanken und da finde ich es halt mega, mega spannend, wenn ich mal so in Zustand bin, wo ich halt mich ängstlich fühle oder traurig oder verletzt oder whatever, dass ich dann einfach mir dazu ein paar Sachen aufschreibe und auch Gedanken mache, warum fühle ich mich denn überhaupt so oder jetzt auch nicht so nach dem Motto, ey, ich will das jetzt unbedingt auflösen oder sonst irgendwas, aber so Schattenarbeit, das ist halt auch mega der krasse Gamechanger. Also das müsste, jeder Mensch muss sich immer mal wieder wirklich mit seinen Schatten beschäftigen und oft ist es ja so, wir wollen uns nicht negativ fühlen, aber gerade diese negativen Momente, die können so, ich will jetzt nicht erleuchtend sagen für uns, aber gibt so eine krasse Power über dich selbst, was herauszufinden und dir das wirklich ins Bewusstsein zu holen, was da vielleicht für Schaden in dir irgendwie mal entstanden ist durch Verletzungen, sei es jetzt die Eltern oder Freunde oder Ex-Partner, whatever. Und da einfach mal aufzuschreiben und darüber nachzudenken, ja, warum ist das eigentlich so und wer bin ich eigentlich? Bezüglich Schattenarbeit, wie bist du dem begegnet? Also mir fallen dann, ich habe damals viel mit Stefanie Stahl und Sonnenkinder, Schattenkinder, Workbook und Co. Gearbeitet. War das auch deine Begegnung oder wie bist du den Schattenanteilen gegenübergetreten? Das ist eine gute Frage. Also ich kenne auf jeden Fall von Stefanie Strahl das Hörbuch, aber das habe ich, glaube ich, nicht komplett durchgearbeitet. Ich denke auch, wenn man sich dafür Zeit nimmt, dann sollte man das auch wirklich bewusst machen und es nicht nur so ein bisschen abrattern. Ich glaube, für mich war das auf jeden Fall Eckhart Tolle jetzt. Und das war so für mich so ein bisschen das Startbuch zu dem ganzen Thema. Ja, und das hat mich auf jeden Fall geprägt und ich habe auch ziemlich lang für das Hörbuch gebraucht und habe dadurch aber auch sehr, sehr viel erkannt. Also und auch warum sogenannte Synchronizitäten, warum ich so lange auch für manche Kapitel gebraucht habe und dass ich halt erst an dem Punkt sein musste in meinem Leben und genau die Situation kommen muss, um das dann zu verstehen, was ich weiter dann im Hörbuch höre. Und das war einfach crazy. Und ansonsten denke ich mir einfach, in sich reinfühlen. Und ich hatte letztens erst so eine Situation, wo ich halt echt traurig war. Und das ist natürlich auch oft solche Ego-Sachen. Oder man kann manchmal auch ein bisschen so auf die Energien gerade gucken oder astrologische Hintergründe, wenn man darauf steht. Oder vielleicht der Mond. Und ich weiß halt
toll, wenn ich in einer bestimmten Zyklusphase bin oder in einer bestimmten Mondphase, ist es tendenziell eher so und so. Und dann schreibe ich auch wirklich bewusst die 2-3 Tage, wo ich dann intensiv eher in einem negativen Gefühl bin, nehme ich wie so eine Art Forschungsreise irgendwie auf. Also ich bereite das auch so ein bisschen vor, dass ich nicht einkaufen gehen muss und ja, einfach so ein bisschen preparen für diese dunkle Zeit jetzt auch gerade. Und sich dann auch nicht dafür abzuwerten, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, einfach der Entdecker zu sein von Impulsen auch, die dir irgendetwas geben möchte. Es kann ja sein, dass du dich voll vergleichst oder dass ein Thema aufkommt. Und es ist so spannend, wenn du dich damit beschäftigst, dass halt jeden Monat quasi ein neues Thema kommt. Und dazu könnte man dann ein Ritual draus machen, irgendwas mit verbrennen, auf einen Zettel schreiben. Das mache ich zum Beispiel gerne. Und es wirklich wie aus einem System auszuleiten oder auch Energien darum zu bitten, dich dabei zu unterstützen, dir zu helfen einfach. Und das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Wenn wir sehen könnten, wie krass wir unterstützt werden, dann hätten wir keine Angst mehr hier. Aber es ist ja auch so ein bisschen part of the game, dass wir denken, wir sind hier alleine und wir sind gespalten von allem und wir sind nur ich, also wir sind das Ego quasi und ich bin Annemarie und du bist Carsten. Aber eigentlich sind wir irgendwo auch alle eins, mehr oder weniger. Und ja, das ist total spannend, da mal reinzufühlen, wie es dir damit dann geht, mit dem Gefühl, mit dem negativen, als auch mit dem positiven Gefühl. Gerade die negativen Gefühle, ich sag mal, wir können über Darmgesundheit, Frauengesundheit, Frauenemotionen und Co. kommt Gott sei Dank jetzt immer mehr. Also ich sehe das auch in meinen Seminaren, wenn ich Vorträge zu glückliche Hormone, Hormonbalance herstellen, ist mein großer Anteil Frauen, damit halt darüber nachgedacht wird, okay, warum geht es mir denn bestimmte Zyklusabschnitten so und so? Das kann man natürlich endokrinologisch, hormonell erklären, aber du bringst auch den Mond mit rein, Astrologie. All das hat ja einen Einfluss. Und bitte jetzt nicht, weil es ein Mann zuhört, auch wir Männer werden davon entsprechend gesteuert oder zumindest beeinflusst. Die letzten Rauhnächte habe ich zum Beispiel sehr intensiv miterlebt und war auch sehr, sehr Persönlichkeitsentwicklung, Potenzialentfaltung ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also man darf dann, das ist vollkommen okay, auch mal mit weinend, mit Tränen sitzen und das zulassen. Also vielleicht auch für den einen oder anderen Zuhörer mal zu überlegen, wann habt ihr das letzte Mal wirklich richtig bitterlich geweint? Nicht bei einer Schnulze vom Netflix und Co., sondern wann habt ihr wirklich aus euch heraus, wann haben eure Anteile mal die Tränen einmal laufen lassen dürfen? Etwas, was heute in der heutigen Zeit kaum noch beachtet wird. Ne? Wut, Zorn, Angst, Misstrauen, Vergewaltigung, also jetzt nicht nur vielleicht körperlich, sondern auch seelisch. Das sind Dinge, darüber spricht so gut wie keiner. Aber das ist etwas, was uns gerade berührt, was unser Wunderland, unser Potenzial zurückhält. So sehe ich es. Ja, voll. Und es ist ja auch so das Konzept von Fülle. Wenn wir uns dagegen sträuben, auch die negativen Gefühle anzunehmen, dann stelle ich mir das vor wie ein Keller voller Gerümpel. Und das zieht sau Energie. Und wenn du halt wirklich dein Potenzial entfalten möchtest, wenn du wirklich wieder zu deinem wahren, authentischen Kern vordringen möchtest, dann ist es eigentlich ja unmöglich, da nicht reinzuschauen in diesen Keller und da aufzuräumen. Und Heilung ist auch ein lebenslanger Prozess. Wir müssen uns da auch gar nicht irgendwie vorstellen, dass wir irgendwann fertig sind oder irgendwie was erreichen müssten. Das ist halt auch so spannend. Wir sind einfach hier und erforschen uns und keine Ahnung, was danach kommt, aber ich habe für mich irgendwann so festgelegt, warum ich hier bin, ist einfach Freude zu empfinden und eine coole Erfahrung zu haben. Und das versuche ich einfach jeden Tag mehr und mehr zu leben. Und für Fülle, wenn ich Fülle leben möchte, dann muss ich halt auch die Fülle an Gefühlen annehmen. Und ich glaube halt, wir sind hierher gekommen, um als Mensch die Erfahrung auch von Schmerz und Leid und Angst zu machen. Sonst hätte das ja wahrscheinlich gar keinen Sinn. Sonst könnten wir wieder in aller Glückseligkeit leben und hätten da auch gar keinen Vergleich. Weil wir kennen ja auch immer das Leben in Wellen. Also mal hast du eine gute Phase, mal hast du eine schlechte und so weiter. Und wir sind einfach zyklische Wesen. Vor allem Frauen, aber natürlich auch Männer.
Und wenn ein Mond Ebbe und Flut begünstigen kann und wir zu 70% aus Wasser bestehen, ist ja auch sauklar, dass es irgendwie so einen Einfluss auf uns hat. Und darüber nachzudenken, finde ich einfach total spannend, was halt auch unsere Natur auf uns für einen Einfluss hat. Also auch die Jahreszeiten. Und wir Menschen denken, wir müssten jetzt nur immer in unserer männlichen Energie sein und hustlen. Und irgendwie bräuchten wir auch mal so einen Break. Und ja, einfach auch die Ruhe. Ja, also wir wissen ja inzwischen, dass zum Beispiel die Machtpose, die Siegerpose, Testosteron befördert. Und das, was wir sehr häufig sehen bei Frauen, dass sie als Beispiel, gilt auch für Männer, immer das Hasseln, was du gerade sagtest, quasi diesen männlichen Anteil in sich so präsent und stark werden lassen, dass dann halt die weiblichen Anteile immer mehr nach unten gedrückt werden. Und wenn dann vielleicht die Frau in der Person sagt, okay, ich möchte jetzt Familie gründen und Co., wenn dann der männliche Anteil zu hoch ist, wie soll das denn dann mit, ich nenne es mal, Reproduktion, Fortpflanzung und Co. vorangehen, wenn du nicht mehr als Frau bist, aber bitte auch als Mann. Ja, also der Mann darf auch Mann sein. Und wenn du früh im Bett kein Zelt mehr baust, dann ist das definitiv in irgendeiner Form ein Zeichen. Wenn du bei einer einfachen Liebesfilm sofort anfängst zu weinen und du die beste Freundin deiner Freundin wirst, dann ist das auch ein Zeichen. Also auch die Männlichkeit und Weiblichkeit darf entsprechend verteilt sein und auch gelebt werden. Ja, ich finde, das ist so ein wichtiger Punkt, Männlichkeit und Weiblichkeit in Einklang zu bringen. Und erst wenn die zwei Gehirnhälften quasi ja synchron zueinander laufen, dann kann ja auch quasi wie so eine Art Bewusstseinsshift einsetzen. Und ich finde es irgendwie so witzig, dass ich mir dann halt vorstelle, diese zwei Gehirnhälften, und wenn die halt in Balance sind zueinander und wir einen ausgeglichenen State haben, dass wie quasi unsere Zirbeldrüse dann so wie so angetrieben wird oder wie so kleine Glühlampe wird. Und ja, dann wird es halt richtig lustig erst zu leben. Und dann hat man irgendwie das Gefühl, jetzt ist es so viel leichter und lebt auch mehr nach der Natur und nach diesem Rhythmus und nach dem Rhythmus von Veränderung. Weil wenn wir uns natürlich denken, nein, ich will mich nicht verändern, das ist alles unbequem, dann sträuben wir uns gegen die Natur. Und unsere Natur ist stetige Veränderung. Und das ist das einzig wahre, sichere, was wir überhaupt erleben können hier auf dieser Welt. Und alles andere ist halt unsicher. Aber Veränderung ist irgendwie so der Schlüssel. Und da irgendwie mitzugehen und das als sein natürlicher Prozess als Lebewesen anzusehen und dann halt auch die Natur im Blick zu haben, wie die das so macht, weil keine Blüte verliert ihre Blätter und sich denkt so, Alter, was werden die anderen von mir denken? So, aber wir denken halt sofort so, oh nee, jetzt habe ich hier irgendwie eine Woche nicht performt und so sind wir halt nicht gemacht. Und in diesen Rhythmus zu kommen, ich glaube, da wünsche ich mir einfach, dass die Gesellschaft mehr und mehr dahin findet. Und daraus ergeben sich dann viel, viel leichtere Sachen. Lass uns mal bitte ganz kurz dahin schauen, welche Hürden oder Barrieren es gegebenenfalls gibt, damit das für den einen oder anderen auch greifbarer wird, um sein Potenzial zu entfalten oder sein Wunderland zu generieren. Welche Hürden, vielleicht aus der eigenen Erfahrung, hast du aufgemacht, entdeckt und was hast du dann gemacht? Puh, mir fällt jetzt spontan das Wort Umfeld ein. Da ist natürlich so, mit der Veränderung kann es natürlich auch sein, dass sich dein Umfeld verändert und das ist halt auch erstmal unbequem. Und viele Veränderungen, wie vielleicht auch deinen Job zu kündigen oder deinen Freund oder deine Freundin zu verlassen oder woanders hinzuziehen oder ins Ausland zu gehen oder eine Routine aufzubauen, das sind alles Sachen, die erstmal mit Arbeit verbunden sind. Und wenn wir anfangen, unser Wunderland zu kreieren und ja mehr und mehr versuchen, unser Potenzial zu entfalten, dann stoßen wir natürlich auch an mentale Grenzen und ja in unserem Umfeld und in unserer Gesellschaft. Und es ist nicht immer leicht, aber ich glaube, man sollte sich immer so das Big Picture vor Augen behalten oder zu visualisieren, so wie ist denn wirklich meine Traumzukunft oder wie komme ich sehr nah daran ran, weil ist ja nicht so, dass ich mir denke, so genau in dieser perfekten Traumzukunft werde ich mich irgendwann befinden, sondern es wird sich ja stetig verändern. Und da, finde ich, ist das Rad des Lebens
so mein Lieblingstool, was ich einfach allen auf den Weg mitgeben kann, erstmal zu gucken, okay, welche Lebensbereiche gibt es einfach bei mir und dann zu überlegen, wie möchte ich in diesen Lebensbereichen das erschaffen, was mich glücklich macht. Und wenn man das erstmal nicht weiß, das ist natürlich auch klar, es lehrt ja keiner dir, so und so funktioniert das, sondern du musst da halt wirklich selbst in die Aktion kommen und sich dann vielleicht mal eine halbe Stunde hinsetzen und wirklich halt überlegen. Und ich glaube, das fällt den anderen ein oder anderen schon ziemlich schwer. Weil einfach mal zu überlegen, wo man keine Antwort für weiß erstmal, das machen viele Leute schon gar nicht. Und das finde ich halt schwierig. Aber je mehr du das machst, desto leichter wird es auch, dass du neue Gedanken einfach formst. Also du merkst es halt schon in deinem Gehirn, wenn du neue Sachen machst, dann ja, ist einfach wie so eine Explosion von deinem neuronalen Netz. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig für uns, dass wir unser Gehirn umstrukturieren, um auch leichter diese Veränderungen mitnehmen zu können. Ja, und auf jeden Fall Rat des Lebens. Und such dir einfach eine Routine aus zum Beispiel, um dann zu gucken, wie zum Beispiel Meditation kann schon alles verändern. Alleine schon 5 Minuten Meditation. Und wir denken immer so, boah, es ist voll der Weg. So, wie fühlt es sich denn an, wenn es leicht wäre? Einfach mal so eine Frage in den Raum zu stellen. Und wir müssen nicht immer dieses Ganze, wir haben so viel Ballast irgendwie auf uns und oh, es ist alles so schwer und Veränderung und was sagt meine Mutter dazu und mein Vater und meine Schwester und der Kerl aus dem Dorf, mit dem ich mal was hatte. Keine Ahnung, ey Leute, es ist sau egal. Und ich glaube, es wird auch leichter einfach, je mehr wir unsere Wahrheit leben, was am Anfang natürlich unbequem ist. Aber wenn man sich mal jetzt 5 Jahre dann in die Zukunft denkt, dann ist es die logische Konsequenz, dass das passiert. Ja, und ich glaube, da einfach dieses Big Picture zu haben, Daydreaming zu machen, Brain Stretching zu machen und dann einfach zu überlegen, so, wie möchte ich leben? Ich glaube, das ist sehr essentiell für uns als Mensch. Ich stelle mal ein paar Fragen aus dem Bereich Umfeld. Wie kreierst du dein freundschaftliches Umfeld? Wenn jetzt zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin zu dir sagt, Alter, Annemarie, geht gar nicht. Das, was du sagst, boah, das ist viel zu abgefahren. Und wie gehst du damit um? Hatte ich ja noch nie. Am Anfang, als ich so Fragen mal in den Raum gestellt habe, hey Leute, da habe ich mich gerade mit der Multiversum-Theorie beschäftigt. Das war relativ am Anfang von dieser Reise, so 2016. Und dann kommt natürlich so, da gibt es doch gar keine Antwort dafür und keine Ahnung, was soll man da schon groß drüber nachdenken? Und entweder man lässt sich davon verunsichern und denkt halt nicht drüber nach oder es ist halt einem egal und irgendwann findet man auch Leute. Ich meine, wir leben in Zeiten des Internets, so, hallo? Also es ist super wahrscheinlich, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass du niemanden triffst, der nicht genau über das Gleiche nachdenkt, denkst als du. Und ich hatte natürlich auch Freundinnen, die sich, wo ich einfach mir erhofft hatte, dass sie sich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und was dann halt sich eher, ja, nach hinten entwickelt hat. Und habe ich noch den gleichen Freundeskreis wie vor 5 Jahren so komplett verändert. Aber ist es für mich jetzt das Beste? Voll. Und die Leute, mit denen ich mich halt jeden Tag umgebe, das wir halt meine Familie. Also wir leben so voll zusammen und so ein bisschen nah an der Natur, aber nah an der Stadt. Und wir leben vegan und machen Mondrituale, so auch mit meinen Boys einfach und mit meinem besten Kumpel. Und das ist für uns voll normal, so darüber zu sprechen. Und oder hey, Annemarie, was hältst du von dem Begriff Déjà-vu? Oder wie empfindest du das? Also solche Fragen haben wir halt so im Freundeskreis. Und ich finde, es ist so bereichernd, an den Punkt zu kommen, und da kommst du ja irgendwann hin, wenn du anfängst, dahin zu laufen, dass du so ein Umfeld hast, ein Umfeld, das dich stärkt und auch dein Bewusstsein erweitert. Und ja, das ist einfach wunderschön, dass man da angefangen hat oder sich Leute sucht. Ich meine, in den meisten Städten gibt es irgendwelche, keine Ahnung, Societies oder Clubs oder einfach nur Facebook-Gruppen oder Treffen mit anderen Leuten, die sich mit dem Thema interessieren. Und du bist da wirklich kein Außenseiter oder Alien, wenn man sich damit beschäftigt. Und es wird ja auch mehr und mehr salonfähiger, sage ich jetzt mal. Und auch wenn man sich so mit dem wissenschaftlichen Aspekt beschäftigt, dann
hat man immer mehr und mehr Kontexte auch oder Bücher, mit denen man sich beschäftigen kann. Ich glaube, man kann sich auch eine Zeit lang so ein bisschen isolieren und sich erstmal mit dem Topic beschäftigen, weil wer sich damit beschäftigt oder wer diese Reise beginnt, sage ich jetzt mal, ich konnte nur noch vor YouTube sitzen quasi und habe mich dann mit den kuriosesten Sachen beschäftigt und so mit Astralreisen, luzides Träumen, mit verschiedenen psychedelischen Erfahrungen und ja, dann einfach angefangen, Schritt für Schritt Sachen auszuprobieren. Und dann hat sich natürlich auch durch mein Inneres mein Äußeres verändert, wie ich am Anfang schon meinte. Und vertraue da wirklich, dass es immer so ist oder sich alleine mal mit den hermeneutischen Gesetzen zu beschäftigen, also mit den kosmischen Gesetzen, zu wissen, wie es im Inneren ist, ist es auch im Außen. Und ins Vertrauen zu gehen, das ist auch alles eine Reise, es ist alles eine Erfahrung und ein Ausprobieren. Und wir sind auch hier, um Fehler zu machen. Und ja, vielleicht lernst du Leute kennen, die sind kacke. Und manchmal lernst du vielleicht jemanden kennen, der ist cool. Also so läuft, wie hast du deine anderen Freunde gefunden? Also manche Leute sind halt auch nicht mehr mit den Leuten in der Grundschule zusammen. Und das ist halt auch wieder diese Sache von Veränderung, die stetig stattfindet. Ja, also stimme ich dir vollkommen zu, dass Nummer eins das Umfeld du selbst bestimmst. Du bestimmst, wie viele Neinsager in deinem Umfeld sind. Du bestimmst, wie viele Leute Kritik an dir äußern dürfen. Ich klammer mal so ein bisschen offline, reales Umfeld, Freunde, Bekannte und Co. und alles, was Social Media, Internet angeht, weil hier ziehst du dir natürlich mit jedem Abo, Like und hast du nicht gesehen, teilweise echt Dünnschiss rein, wo du denkst, boah, was ist das denn für eine konditionierte Bullshit-Kacke, was die da erzählen? Wo ich denke, ja, du hast der Person quasi gerade die Hand gereicht, damit sie dich influenzen darf, also mit irgendeinem Zeug in Anführungsstrichen anstecken darf. Ne? Ich vergleiche Influencer und Influenza, also die Erkältung tatsächlich oft gern miteinander. Du erlaubst die Person dir quasi gerade dich anzuniesen. Und entweder dir gefällt's und du hast gerade entschieden, dass es dir gefällt. Du hast aber jederzeit quasi ähnlich wie jetzt, um den Kreis zu schließen, du kannst im realen Leben auch der Person dein Like entziehen. Das ist nicht immer angenehm. Das ist nicht immer schön für die Person, die es betrifft, aber für deine, weil du dich dann quasi abtrennst von der Person. Aber auch das ist ein Teil der Entwicklung. Bezüglich, kannst du zwei Bücher empfehlen, die dich, abgesehen von Eckhart Tolle, die dich noch weiter inspiriert haben? Ich glaube auf jeden Fall Werde übernatürlich von Dr. Joe Dispenza. Ich fasse schon einen Klassiker. Also wir befinden uns jetzt vielleicht in einer gewissen Bubble, aber auch hier darf man mal rausgucken und ich bin großer Fan davon, in diese Bubble reinschauen zu lassen. Joe Dispenza, wer noch? Ich glaube, was mich sehr inspiriert hat, wo ich jetzt nicht alles unter 100% unterschreiben würde, ist Das Gesetz der Sonne von so einem Japaner. Und da geht es viel so um Dimensionen und auch um die Strukturen des Universums. Ja, und das habe ich in der Zeit gelesen, wo ich das erste Mal nach Bali geflogen bin. Ich glaube, es war 2017 und das habe ich gelesen. Es war für mich sehr so, wow, wo komme ich her und was bin ich vielleicht für ein Wesen und warum bin ich inkarniert und welche Formen von Liebe gibt es. Ja, also das hat auf jeden Fall sehr viele neue Gedanken angeregt. Und auch zu dem Thema Umfeld oder generell allem, je mehr du dich mit dir selbst beschäftigst, desto mehr empfindest du auch, glaube ich, Liebe und möchtest, dass es dir gut geht. Und dann ist, glaube ich, auch die logische Konsequenz, dass du dir überlegst, was gibt mir Energie und was nimmt mir Energie. Und alle Leute, die die Scheiße behandeln, frage ich mich halt wirklich so, was machen die in eurem Leben, Leute? So, wenn mir jemand halt dumm kommt, ich meine, abgesehen von diesen toxischen Beziehungen, wo ich sehr tolerant gegenüber Beschimpfungen war, ist es halt so, dass ich jetzt halt für mich schon sagen würde, gelöst zu haben und da viel strenger auch mit jemandem wäre und würde dem halt sagen, und da ist halt auch Kommunikation total wichtig, so, hey, wenn du das zu mir sagst, irgendwie fühlt sich das bei mir direkt so und so an oder das triggert in mir das Gefühl, weil ich das mal erlebt habe und es kann halt niemand in dich reinschauen, dass du halt wirklich sagst, sprecht miteinander, Leute. Es kann ja auch sein, dass daraus wieder was total Neues entsteht
und sich neue Dimensionen an Freundschaften auch öffnen. Ja, also Kommunikation ist ein Riesenthema. Also dazu werde ich definitiv auch nochmal eine Podcast-Folge aufnehmen. Sei es jetzt zum Beispiel Schulz von Thun und Ähnliches. Nicht das, was du sagst, ist das, was du sagst, sondern dass du bist das, was du sagst, was der gegenüber dir, was er versteht. Ja, voll. Und sei es jetzt in einer Beziehung, sei es jetzt in einer, du kaufst etwas in einem Supermarkt und sprichst mit der Kassierin, was versteht die Kassierin, was verstehst du? Das ist in meinen Augen ein Element, nicht nur Körpersprache, sondern auch das, was wir sagen, was wir ausdrücken, wie wir es sagen. Ein klassischer Spruch ist ja, die Ton macht die Musik. Das hat so viel mit unserem Wirken zu tun. Das wäre mal ein schönes Schulfach. Ja, oder das, was wir aussenden. Ich meine, das kriegen wir halt schon sehr safe irgendwie zurück, auf welche Form auch immer. Und wenn ich eine Kassiererin anlächle oder ich versuche immer so fröhlich wie möglich einfach durch den Laden zu gehen und ja, einfach manchmal laufe ich so rum und atme so richtig tief und bewusst und denke mir so, boah, es fühlt sich so witzig an, gerade zu atmen, weil die Luft so kalt ist oder die Sonne scheint oder manchmal kommen Leute vorbei und ich finde es einfach witzig, wie gut gelaunt ich bin oder das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl und ich denke mir so, wenn die dadurch ein gutes Gefühl haben und das wie so eine Art Butterfly-Effekt dann spreadet und die Leute halt andere Entscheidungen treffen, nur weil sie gesehen haben, dass ein anderer Mensch lächelt. Wow, so was könnten wir bitte in dieser Welt machen? Was könnten wir als Kollektiv für eine Welt erschaffen, wenn wir mehr und mehr nach der Freude leben würden? Also das wäre mega geil. Ja, definitiv. Gibt es denn noch Sachen, wo du sagst, das benötigt es, um sich ein eigenes Wunderland zu generieren? Schwierige Frage. Ich würde sagen, einfach mal in sich reinzuhorchen, was da überhaupt da ist. Sich selbst kennenzulernen und das ein oder andere halt auch mal aufzuschreiben. Sei es jetzt als Rat des Lebens, wo man sich halt wirklich mit seinen verschiedenen Lebensbereichen beschäftigt. Und dann zu gucken, was ist die eine Sache, wenn ich die als Ergebnis quasi in meinem Leben habe, dass es möglichst viele Lebensbereiche ins Positive verändert. Und das kann vielleicht ein Jobwechsel sein, das kann vielleicht eine gesunde Ernährung sein oder sich mit dem Bereich Gesundheit zu beschäftigen. Oder wie es bei mir damals war, mich von einer Person zu verabschieden und einfach alles zu durchbrechen, was ich irgendwie damals hatte. Also ich habe alles quasi verschenkt und verkauft, was ich hatte. Habe meine Wohnung nach 6 Jahren gekündigt, habe die Beziehung nach 5 Jahren beendet und hatte quasi wie so ein Reset. Und das kann man natürlich auch vorbereiten, also dass man sich halt erstmal so ein bisschen Geld anspart dafür und nicht von heute auf morgen das alles erledigt, sondern halt auch wie so einen Puffer hat, um quasi neu zu starten. Und ich glaube, dann ist es auch nicht einfach, weil dann vielleicht auch viele Sachen hochkommen. Aber das ist auf jeden Fall der erste Schritt, um sein Leben in eine andere Richtung zu lenken. Und du wirst halt immer wieder an Herausforderungen stoßen. Und vielleicht gibt es auch in meinem Leben dann irgendwann später, vielleicht erkranke ich irgendwie total schlimm oder sterbe früh oder verliere irgendwie einen wichtigen Menschen und bekomme dann halt wieder so eine richtige Krise. Aber ich weiß halt durch die Erfahrung, weil ich mittlerweile schon relativ häufig einfach an einem Punkt war, wo es mir halt nicht so gut ging, dass ich daraus halt so eine krasse Kraft gewonnen habe, wie sehr mich das gestärkt hat. Und dafür sind wir halt auch hier, um das wirklich zu leben, um diesen Schmerz zu leben, aber dann auch dankbar zu sein, wenn alles cool ist. Und nicht in diese Bewertung zu gehen, sondern oh, jetzt beschwere ich mich darüber, weil du darfst dich beschweren und du darfst alles sein, was du willst. Also keiner sollte über den anderen richten, solange es nicht den anderen irgendwie oder ein anderes Lebewesen negativ beeinträchtigt. Also das ist irgendwie für mich ganz wichtig und keiner muss von heute auf morgen perfekt leben und Zero Waste und nur ja rohvegan leben, so keine Ahnung. Also je nachdem, wie du dir dein Leben aufbauen willst, gibt es da auch verschiedene Schritte und da dauert es, glaube ich, auch da in die Umsetzung zu kommen und Schritt für Schritt einfach zu gucken, was lerne ich daraus dann wieder. Also es ist ein ewiges Trial and Error.
für mich in diesem Leben. Ja. Also die Kraft schöpfen aus den Erfahrungen, die man macht. Und mir fällt da bei Wunderland immer aus dem Coaching die Wunderfrage ein. Das wird nicht häufig verwendet, aber es ist ein sehr interessantes Tool. Ne? Der Gedanke quasi oder die Frage, stell dir dein Leben vor, wenn du 3 Millionen Euro im Lotto gewinnst. Wie schaut das dann aus? Wer bist du dann? Oder mit wem würdest du gern arbeiten? Oder wie würdest du deinen Tag verbringen, wenn du alles hast, wenn das Problem auf einmal nicht mehr da ist? Wie fühlt sich das an, wenn das Problem nicht da ist? Dass man sich solche Dinge mal fragt und darüber wirklich Gedanken macht. Und das nicht nur mit dem Gedanken, Kortex technisch konditioniert, sondern welches Gefühl kommt damit hoch? Jetzt stelle ich mir vor, zum Beispiel, mein Wunderland fiktiv sieht aus, ich wache an einem Strand auf, Sonne scheint, ich esse gut das und das Essen, umgebe ich mit den Leuten. Was für ein Gefühl kommt da hoch? Das ist das, was ich als Kohärenz dann bezeichne, dass dein Atem sich beruhigt, dass dein Herz mit deinem Gehirn kommuniziert und sagt, weißt du was, ist alles cool. Dann zaubert sich das ein Lächeln ins Gesicht. Sagst, ja, nicht nur meine Augen lächeln oder mein Mund lächelt, sondern mein gesamter Körper lächelt. Das ist, wie ich das so ein bisschen versuche, mir greiflich zu machen. Ja, voll. Oder ich finde auch sehr powerful, die eigenen Werte mal zu überlegen und mehr danach zu handeln. Ja. Weil oft ist mir dann später aufgefallen, dass ich die Freiheit, die ich für mich selbst als höchsten Wert habe, manchen Leuten gar nicht zuschreibe, weil ich mir denke, das ist die Wahrheit oder das ist besser oder es ist böse, Tiere zu essen, obwohl ich das mein ganzes Leben ja selbst gemacht habe. Aber oft haben wir so eine Art spirituelles Ego und das kämpft sich immer durch. Und auch Leute, die sagen, sie hätten kein spirituelles Ego, kannst du dir sehr sicher sein, dass sie vielleicht doch ein spirituelles Ego haben und in Trennung gehen. Und ich glaube, das hat jeder hin und wieder mal. Und das zu beobachten, dass du nicht besser oder schlechter als jemand anderes bist oder darüber richten solltest, was er für gut oder schlecht irgendwie empfindet. Und wir sind ja alle hier auf so einer Reise, wir wollen was erfahren. Und wir wissen ja überhaupt nicht so diese Seelenstruktur und den Seelenplan des anderen. Und vielleicht gibt es auch für andere Leute gar nicht so den Sinn gerade, sich daran zu erinnern, wo wir eigentlich herkommen. Oder vielleicht existiert es in deren Wahrheit nicht. Und da einfach immer auf sich zu gucken und auf seine eigene Wahrheit und die immer wieder zu verändern, genauso wie man sich selbst verändert. Ich glaube, das ist so ein bisschen für mich der Schlüssel geworden für mein Glück und für meinen Frieden in mir. Und auch die Balance zwischen männlicher und weiblicher Energie. Das ist schon fast ein schönes Schlusswort. Fast. Wo siehst du denn das Thema Brain Stretching in 3 Jahren? Gerade so auch vielleicht in der aktuellen Situation. Ich hoffe, es ist jetzt mal meine persönlichen Hirngespinste, nach denen ich lebe, dass sich die Welt jetzt komplett verändert und ja, dass einfach nichts mehr so sein wird wie jemals zuvor und dass wir in 3 Jahren in einer Welt leben, wo es total normal ist, dass andere Leute sich mit den Themen beschäftigen und dass wir mehr so den Zugang zu uns selbst schulen. Ich weiß nicht, ob jetzt 3 Jahre zu kurz ist, aber ich meine, ich wünsche mir natürlich, dass wir andere Schulsysteme haben, andere Bildungssysteme, andere Politikwesensysteme. Also das jetzt anzuschauen, ist einfach für mich Bullshit einfach. Und diese ganze Gesellschaft, das ist so irgendwie voll der Rotz einfach. Und ich frage mich so, wie könnt ihr so leben? Also ich meine, das ist halt auch wieder so eine Sache, jetzt kommt man wieder ins Bewerten rein und das eine ist schlecht, das andere ist gut. So. Aber wie könnten wir dann leben, wenn wir uns mehr Liebe schenken würden und auch anderen? Ich wünsche mir natürlich, dass wir durch Brain Stretching auch erkennen, was für ein Wunder in der Natur liegt. Also einmal natürlich so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit mehr leben, was dann uns hoffentlich auch dann leichter gemacht wird, dass zum Beispiel geforscht wird nach wirklich abbaubarem Plastik zum Beispiel. Also es gibt es ja schon, wo ich mich frage, so, warum ist es nicht Pflicht irgendwie?
halt nachhaltiger zu leben, wenn alle davon reden, so, hey, lasst mal das Klima schützen oder lasst mal unsere Erde schützen, wird halt irgendwie auch nicht gemacht. Es wird halt nur irgendwelche Regulierungen geben, die halt irgendwie auch Bullshit sind und nicht nur, aber ich wünsche mir halt auch mehr, dass Leute zur pflanzlichen Ernährung kommen und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen, weil sie merken, das tut mir gut und die negativen Energien in Tierprodukten tun mir nicht gut. Und dass jeder einfach meditiert und Atemtechniken macht und dass wir eine saubere Luft wieder haben und ja, dass wir uns einfach connecten mit Menschen in einem, ja, mit Mitgefühl einfach, dass wir den anderen sehen und nicht denken so, der hat jetzt hier, der Nachbar hat jetzt irgendwie das Fenster aufgelassen und hier die Katze rausgelassen. So, manchmal hört man so Leute und die reden halt voll den Bullshit einfach. Und ich frage mich so, was ist bei, vielleicht müssen auch viele Energien einfach wegsterben. Energien im Sinne von Zellen auf dem Bewusstsein der Erde, die diesen Shift nicht mitmachen. Und ich glaube, wir sind halt in so einer Transformationsphase, auch astrologisch gesehen und als Zahl 2020, hoffe ich mir einfach, dass mehr und mehr Leute einfach diese, ja, diese Oneness irgendwie mehr sehen ineinander und dass wir verstehen, so, für mich ist Spiritualität, dass wir alle eins sind. Und wenn diese Einheit sich erfahren will, wie sieht es aus? Und sieht es vielleicht genauso aus, wie wir jetzt gerade leben? Und können wir vielleicht auch mit anderen Rassen, sage ich jetzt mal, von anderen Planeten kommunizieren? Oder können wir vielleicht Luft verändern? Können wir vielleicht aus dem Nichts Energie erzeugen oder aus, ja, Sonnenenergie weiter vorantreiben? Also das sind alles so Themen, wo ich mir denke, es gibt wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Technologien in der Zukunft, hoffentlich. Und ich hoffe auch, dass wir das zwar erleben werden und dass es nicht erst in 500 Jahren ist, so ein bisschen space-mäßig. Ja, das hoffe ich auf jeden Fall. Und wie man dazu einen Schritt findet, ist einfach an sich selbst zu arbeiten und immer klein anzufangen. Und jeder fängt damit an oder leistet schon einen Beitrag, wenn er einfach mal 5 Minuten am Tag meditiert. Ich glaube, das ist so für mich, auch wenn ich nicht so pushy sein will, so von wegen, ey, meditiert alle, aber es ist für mich halt das Mittel gewesen, was mich am meisten zu meinem Kern gebracht hat und in Verbindung mit allem. Und wenn wir anfangen zu zerschmelzen oder wenn wir Erfahrungen haben und Sachen sehen und das alles mehr Form bekommt, eine Realität bekommt, die wir halt vorher nicht in unserem Leben hatten und wir wirklich diese Blockaden abbauen und dann einfach unsere Hellsinne auch besser nutzen können durch, keine Ahnung, vielleicht können wir anders kommunizieren durch Lichtenergie, whatever. Also das wird so spannend noch in Zukunft und ich bin so dankbar, hier auf der Erde zu sein und das alles mitzuerleben und ja, hoffe natürlich, dass mehr Menschen diese Magie in sich auch finden und ja, einfach nach draußen geben. Also aus diesem Grund, denke ich, tun wir auch das, was wir tun, jeder auf seinem eigenen Wege. Und ich möchte nochmal ganz kurz für die Zuhörer, jeder steht an einem unterschiedlichen Level. Und das Ziel ist, jeden da abzuholen, wo er gerade ist. Und du wirst auch keinen Schritt überspringen können. Manche Schritte gehen vielleicht schneller bei dem einen oder anderen. Auch hier, es gibt kein Ziel. Es ist kein Wettrennen und auch kein Bergsteigen, wie es manchmal betitelt wird. Und man jubelt dann oben mit seiner Fahne. Nein, wir wissen alle am Ende, wie es enden wird. Zumindest das irdische Leben. Und die Frage ist, wie gestaltest du diesen Prozess dorthin? Möchtest du mit einem Lächeln früh aufstehen, mit einem Lächeln abends ins Bett gehen? Oder möchtest du vielleicht dann, wenn das irdische Leben endet, und sagst, boah, das war aber richtig kacke, weil ich hier so abgeliefert habe? Dann ist halt wir sind jetzt und jetzt vielleicht gerade in diesem Moment, in dieser Zeit, ne, 24. März, Corona und Co., dass wir jetzt die Möglichkeit haben, jetzt in Anführungsstrichen Isolation uns die Zeit nehmen dürfen. Und du darfst immer Zeit nehmen. Alles ist vergänglich, auch Zeit. Deshalb nimm dir die Zeit und fang Step by Step an. Und da gibt es sau viele Tools. 7Mind als Meditations-App oder Workbooks oder auch meinetwegen Coaching. Je nachdem, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten, die Perspektive zu verändern und sich zu bewegen, in die Flexibilität zu kommen. Ann-Marie, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern und Zuhörerinnen auf den Weg geben möchtest? Eine Sache,
die du jetzt noch loswerden möchtest? Ich hatte letztens so einen Glückskeks und das fand ich irgendwie voll sweet. Da stand drauf, ob du rennst oder langsam gehst, der Weg ist immer derselbe. Das fand ich irgendwie voll schön, dass es mich so in den Moment geholt hat. Und immer wenn ich dann mal von A nach B hetze oder so angespannt bin, dann atme ich einfach ein paar Mal tief durch und merke dann auch wirklich, wie meine Schultern so angespannt waren und denke mir so, für was mache ich das gerade? Also was möchte ich da gerade sparen? Also will ich eine Minute Zeit sparen oder will ich jetzt irgendwie schnell noch was fertig machen? Und da Schritt für Schritt immer reinzugehen in sich selbst, in das Bewusstsein, was man jetzt gerade empfindet. Ich hoffe, das wird einfach zum Alltag und je mehr man es halt macht, desto mehr wird es halt auch zur Gewohnheit und desto mehr fällt dir das halt auch auf, wenn du traurig bist oder eine Sache hast, die halt nicht so cool ist gerade in deinem Leben und du bist halt selbst, hast du die Verantwortung auch immer, die Entscheidung zu treffen. Also man kann natürlich sagen, das ist jetzt alles Bullshit und es gibt nichts nach dem Tod und keine Ahnung, aber es ist halt auch so eine Frage deiner Entscheidung, also wie willst du leben? Und man kann auch immer alles als Wunder sehen oder als kein Wunder. Das finde ich auch so eine schöne Quote, einfach um zu gucken, möchte ich mich für das Wunder entscheiden? Und ich habe mich irgendwann für das Wunder entschieden und damit lebt sich sehr, sehr geil. Okay, dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Wenn jemand sich inspirieren lassen möchte von dem Wunderland, magst du noch kurz den Zuhörern und Zuhörern sagen, wo sie dich antreffen können? Ja, voll gerne. Also falls ihr Bock habt, so ein bisschen mit in meine Gedanken genommen zu werden, dann hört auf jeden Fall vielleicht mal in meinen Podcast rein, Alive in Wonderland. Und ich habe auch so einen Blog dazu, aliveinwonderland.com mit Bindestrichen. Und ja, alles Weitere findet ihr auf meiner Website. Wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne zu mir. Und ja, bin einfach nur froh über jeden Menschen, der sich mit sich selbst beschäftigt. Und ja, nehmt das Leben nicht so ernst. Soll auf jeden Fall auch Spaß machen. Und ja, mega cool, Carsten, dass ich da sein durfte und dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, danke, danke, danke. Sehr gerne. In meinen Augen ist jeder auf diesem Planeten, auf dieser Welt ein Experte. Auch wenn sie manchmal vielleicht auch gar nicht wissen, in was sie ein Experte sind. Aber das kann man ja entdecken. In dem Sinne, Ann-Marie, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die vielen Eindrücke auch auf den Weg, den du uns mitgenommen hast. Natürlich an die Zuhörer und Zuhörerinnen und auch vielleicht Zuschauer, hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Ann-Marie. Alles Liebe nach Gießen. Ciao! Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gerne an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren?
dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.